Vatican News, die Live-Übertragung. Herzlich willkommen, ich bin Mario Galgano. In wenigen Augenblicken, in 4 Minuten ungefähr, wird Papst Franziskus von der Loggia, vom Balkon der Mittelloggia vom Petersdom aus, den Segen Urbi et Orbi der Stadt Rom und dem Erdkreis spenden. Danach natürlich auch eine Weihnachtsbotschaft an die Welt richten. Hier bei uns, bei Vatican News, möchten wir eben die Worte des Papstes auf Deutsch übersetzen und auch kommentieren. Urbi et Orbi, eben dem Segen der Stadt Rom und dem Erdkreis, ist der Segen des Papstes, den dieser in besonders feierlicher Form zu Weihnachten, aber auch zu Ostern und auch direkt nach seinem ersten öffentlichen Auftritt als neu gewählter Papst erteilt. Formal handelt es sich um einen apostolischen Segen. Zur Erinnerung, Papst Franziskus hat an diesem Sonntagabend die Christmette im Petersdom gefeiert und da betont eben der revolutionäre Funke der Zärtlichkeit Gottes. Er sprach eben von Kind in der Krippe, der kein Platz fand in der Herberge. Es war eben eine schlichte Erzählung, so Papst Franziskus in seiner Predigt bei der Christmette, die aber für immer die Geschichte der Menschheit verändert hat, betonte er. Zu dem diesjährigen Urbi et Orbi Segen und der Weihnachtsansprache, der Weihnachtsgrüße des Papstes sind wiederum Tausende von Menschen aus der ganzen Welt hier auf dem Petersplatz versammelt. Natürlich wie immer auch die Ehrenformation der Schweizer Garde, der Vatikanischen Gendarmerie, der italienischen Carabinieri und der italienischen Polizei. Wie üblich auch wird dann zu hören sein, jeweils die Hymne des Vatikanstaates und die italienische Hymne zu Ehren der Stadt Rom. Wie immer sind natürlich auch vertreten einige Soldatenformationen der italienischen Armee, die eben vor dem Balkon, dem Segnungsbalkon bei der Loggia am Petersdom eben hier stehen. Ein mildes Klima an diesen Weihnachten 2017 hier in Rom und zur Freude natürlich der Menschen, die sich jetzt hier auf dem Petersplatz sich versammelt haben. Es ist zwar ein bisschen kühl, aber doch angenehm. Das Ritual des Urbi et Orbi Segens, dieses päpstlichen Segens, entwickelte sich bereits im 13. Jahrhundert und sein Gebrauch geht wohl sogar auf die Investitur des neuen Papstes mit den Worten Investio te de papatu romano ut praesis urbi et orbi. Ich bekleide dich mit der römischen Papstwürde, auf das du der Stadt und dem Erdkreis vorstehest, zurück. Ja, bereits in der mittelalterlichen Petersbasilika gab es eine Benediktionsloggia, um die Spendung dieses Segens an die vor der Basilika versammelten Pilger zu ermöglichen, so wie es eben auch heute ist. Und nun, Papst Franziskus erscheint eben auf die Benediktionsloggia und grüßt natürlich die hier versammelten Menschen. We'll be right back.
Das war die Vatikanhymne. Vatikanhymne und die italienische Hymne. Der Gruß der Schweizer Garde. Cari fratelli e sorelle, buon Natale. Liebe Brüder und Schwestern, frohe Weihnachten. So Papst Franziskus. A Betlemme dalla Vergine Maria è nato Gesù. In Bethlehem hat die Jungfrau Maria Jesus geboren. Nicht durch menschlichen Willen kommt er zur Welt. Er ist vielmehr Geschenk der Liebe Gottes des Vaters, der die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Dieses Ereignis erneuert sich heute in der Kirche, die Pilgerin in der Zeit ist. Wieder erlebt der Glaube des christlichen Volkes in der Weihnachtsliturgie das Geheimnis des sich nahenden Gottes, der unser sterbliches Fleisch annimmt und klein und arm wird, um uns zu retten. Und dies erfüllt uns mit Ergriffenheit, weil die Zärtlichkeit unseres Vaters so groß ist. Die Ersten, die den Glanz der Demut des Retters sahen, waren nach Maria und Josef die Hirten von Bethlehem. Sie erkannten das ihnen von den Engeln angekündigte Zeichen und beteten das Kind an. Diese schlichten, aber wachsamen Männer sind Vorbild für die Glaubenden zu allen Zeiten. Sie nehmen angesichts des Geheimnisses Jesu an, seiner Armut nicht Anstoß, sondern vertrauen wie Maria auf das Wort Gottes und betrachten mit einfachen Augen seine Herrlichkeit. Vor dem Geheimnis des fleischgewordenen Wortes bekennen die Christen von überall her mit den Worten des Evangelisten Johannes: Wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Oggi, mentre sul mondo soffiano venti di guerra, während heute Kriegsstürme über die Welt hinwegfegen und ein inzwischen überholtes Entwicklungskonzept weiterhin zum Niedergang des Menschen, des Sozialgefüges und der Umwelt führt, ruft uns Weihnachten zum Zeichen des Kindes zurück. Wir sollen es in den Gesichtern der Kinder wiedererkennen, besonders jener, für die wie für Jesus kein Platz in der Herberge ist. Vediamo Gesù nei bambini del Medio Oriente. Wir blicken Jesus in den Kindern des Nahen Ostens, die aufgrund der Zuspitzung der Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern weiter leiden. An diesem Festtag flehen wir zum Herrn um Frieden für Jerusalem und für das ganze heilige Land. Wir beten, dass sich bei den Kontrahenten der Wille durchsetze, den Dialog wieder aufzunehmen und dass man endlich zu einer Verhandlungslösung gelange, die innerhalb von miteinander vereinbarten und international anerkannten Grenzen
eine friedliche Koexistenz zweier Staaten ermöglicht. Der Herr möge auch die Bemühungen derer unterstützen, die in der internationalen Gemeinschaft den guten Willen haben, jenem geplagten Land beizustehen, dass es trotz der schwierigen Hindernisse zur lang ersehnten Eintracht, Gerechtigkeit und Sicherheit finde. Wir blicken Jesus in den Gesichtern der syrischen Kinder, die immer noch vom Krieg gezeichnet sind, der das Land in diesen Jahren mit Blut getränkt hat. Möge das geliebte Syrien endlich zur Achtung der Würde eines jeden Menschen zurückfinden, indem es in gemeinsamer Anstrengung das soziale Gefüge unabhängig von ethnischen oder religiösen Zugehörigkeiten wiederherstellt. Wir blicken Jesus in den Kindern des Irak, der immer noch von den Feindseligkeiten der vergangenen 15 Jahre verwundet und geteilt ist, und in den Kindern des Jemen, wo ein großenteils vergessener Konflikt mit tiefgreifenden humanitären Folgen für die Bevölkerung im Gange ist, die an Hunger leidet und mit der Ausbreitung von Krankheiten konfrontiert wird. Wir blicken Jesus in den Kindern Afrikas, vor allem in jenen, die im Südsudan leiden, in Somalia, in Burundi, in der Demokratischen Republik Kongo, in der Zentralafrikanischen Republik und in Nigeria. Wir blicken Jesus in den Kindern der ganzen Welt, wo der Frieden und die Sicherheit von der Gefahr durch Spannungen und neue Konflikte bedroht werden. Wir beten, dass die Gegensätze auf der koreanischen Halbinsel überwunden werden können und das gegenseitige Vertrauen im Interesse der ganzen Welt wachse. Dem Jesuskind vertrauen wir Venezuela an, damit ein sachlicher Meinungsaustausch unter den verschiedenen sozialen Gruppen zugunsten des ganzen geliebten venezuelanischen Volkes wieder aufgenommen werden kann. Wir blicken Jesus in den Kindern, die zusammen mit ihren Familien unter den Gewaltakten des Konfliktes in der Ukraine und seinen schwerwiegenden Auswirkungen leiden. Und wir beten, dass der Herr diesem geschätzten Land baldmöglichst den Frieden gewähre. Wir erblicken Jesus in den Kindern, deren Eltern arbeitslos sind und Mühe haben, ihren Kindern eine sichere und unbeschwerte Zukunft zu bieten, und in denjenigen, denen die Kindheit geraubt wurde, weil sie von klein auf zur Arbeit verpflichtet oder von skrupellosen Milizionären als Soldaten gedungen wurden. Wir blicken Jesus in den vielen Kindern, die gezwungen sind, ihre Länder zu verlassen, alleine unter unmenschlichen Bedingungen zu reisen und so zur einfachen Beute der Menschenhändler werden. In ihren Augen sehen wir das Drama vieler Zwangsmigranten, die sogar ihr Leben riskieren, um kräftezehrende Reisen auf sich zu nehmen, die zuweilen in Tragödien enden. Rivedo Gesù nei bambini che ho incontrato durante il mio ultimo viaggio in Myanmar e Bangladesh. Wieder erblicke ich Jesus in den Kindern, denen ich während meiner letzten Reise nach Myanmar und Bangladesch begegnet bin, und erhoffe mir, dass die internationale Gemeinschaft nicht aufhöre, sich dafür einzusetzen, dass die Würde der in der Region anwesenden Minderheiten angemessen geschützt werde. Den Schmerz, nicht aufgenommen zu werden und die Mühsal, keinen Ort zu haben, an dem man sein Haupt hinlegen kann, kennt Jesus gut. Unser Herz möge nicht verschlossen sein, wie es die Häuser von Bethlehem waren.
Cari fratelli e sorelle, liebe Brüder und Schwestern, auch wir werden auf das Zeichen von Weihnachten hingewiesen. Ein Kind, das in Windeln gewickelt ist, nehmen wir wie die Jungfrau Maria und der heilige Josef, wie die Hirten von Bethlehem, im Jesuskind, die für uns Mensch gewordene Liebe Gottes auf, und setzen wir uns mit seiner Gnade dafür ein, unsere Welt menschlicher und würdiger für die Kinder von heute und morgen zu gestalten. Angelus Domini nunciabit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Udificiam promissionibus Christi. Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fideribus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucia eis. Requiescant in pace. Amen. Ankündigung des mit dem Empfang des Segens verbundenen Ablasses. Kardinal Leonardo Sandri. Il Santo Padre Francesco. Der heilige Vater Franziskus gewährt allen hier versammelten Gläubigen und jenen, die seinen Segen durch das Radio, durch das Fernsehen und durch die neuen Kommunikationsmittel empfangen, einen vollkommenen Ablass nach den von der Kirche vorgeschriebenen Regeln. Bitten wir den allmächtigen Gott, dass er den Papst lange als Führer der Kirche erhalte und der Kirche Einheit und Frieden gebe. Die heiligen Apostel Petrus und Paulus, auf deren Machtfülle und Autorität wir vertrauen, sie selbst mögen beim Herrn für uns Fürsprache halten. Aufgrund der Fürsprache und der Verdienste der seligen immerwährenden Jungfrau Maria, des heiligen Erzengels Michael, des heiligen Johannes des Täufers und der heiligen Apostel Petrus und Paulus und aller Heiligen, erwärme sich euer, der allmächtige Gott, und nachdem er alle eure Sünden vergeben hat, führe euch Jesus Christus zum ewigen Leben. Der allmächtige und barmherzige Herr gewähre euch Nachlass, Vergebung und Verzeihung all eurer Sünden, einen Zeitraum echter und fruchtbarer Reue, ein allzeit bußfertiges Herz und Besserung des Lebens, die Gnade und die Tröstung des Heiligen Geistes und die endgültige Ausdauer in den guten Werken. Et misericors Dominus. Amen.
et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Soweit die Segnungshandlung von Papst Franziskus. A voi, cari fratelli e sorelle, giunti da ogni parte del mondo. Von Herzen richte ich meine Segenswünsche an euch, liebe Brüder und Schwestern, die ihr aus allen Teilen der Welt auf diesen Platz gekommen seid, und an euch alle, die ihr aus verschiedenen Ländern über Radio, Fernsehen und die anderen Kommunikationsmittel mit uns verbunden seid. Die Geburt Christi, des Retters, erneuere die Herzen, erwecke die Sehnsucht nach einer geschwisterlicheren und solidarischeren Zukunft und bringe allen Freude und Hoffnung. Frohe Weihnachten! Soweit die weihnachtliche Segenswünsche nach der Botschaft Urbi et Orbi von Papst Franziskus. Soweit auch die militärischen Grüße. Und nun winkt auch Papst Franziskus der Menge zu und verabschiedet sich somit auch. Neben Papst Franziskus war übrigens auch noch Kardinal Prosper Grech, Kardinal aus Malta, zusammen mit Kardinal Leonardo Sandri. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mit uns verbunden waren. Alle unsere Partnersender, Radio Horeb, Radio Maria Deutsch Schweiz, Radio Maria Österreich, EWTN TV, KTV Fernsehen, Radio Gloria. Und natürlich alle, die mit uns verbunden sind, durch Vatican Player.
mit dem Glockengeläut von St. Peter verabschieden wir uns ganz herzlich von Ihnen. Vatican News. Ihr Kommentator war Mario Galgano. Laudetur Jesus Christus.